Damit willkommen zur dritten Folge von der zweiten Staffel von Minecraft Sky Factory 2 mit mir, dem Kirsch. Natürlich habe ich jetzt irgendwas rausgezogen oder B, keine Ahnung. Ich hoffe mal, hier geht noch alles. Wer ist dann in den Dungeon? Jetzt muss man auch mal hier wieder Holz holen. So, vorige Folge haben wir ja unseren kleinen, ist uns ein kleiner Fehler passiert, mir zumindest. Ja, und auf jeden Fall, Flup habe ich mich da verbaut, aber macht nichts. Da können wir hier alles wieder umbauen, reparieren. Ist ja kein allzu großes Problem. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Nein, keine Druckplatten, keine Knöpfe. Jetzt geht der Holzprodukt hier. Na, sag schon. Jetzt kriegt man viel Holz. Das ist sagenhaft. Entweder das ist ein Anzeichen dafür, dass es bald regnet. Ich weiß das nicht. Kann man nur hoffen. So, da. Okay, da können wir schon wieder weiter mit unserer Monsterfalle. Und wisst ihr was? Wir machen doch hier unten gleich komplett zu. Umso sicherer ist es. Sup. Ist aber doch nur wieder eine hohe Holzverschwendung, aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich bauen muss, und wir verlieren nichts, selbst wenn ich jetzt da was abbaue und versuche mal nicht mit Wayne Miner. Das wäre nicht so schön. Okay, hier, das machen wir. Okay, jetzt können wir erstmal hier ein bisschen clearen. Wir hätten uns vielleicht noch eine Holzachs machen können. Hätten. Egal, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir müssen jetzt hier gleich rum. Die hier weg. Okay, da können wir. Na? Ach, das lasse ich jetzt mal. So, den nicht, weil da könnt ihr da was drauf spawnen. Das wollen wir nicht. Den ja. Das wird euch rumglitscht. Okay. Okay, jetzt müssen wir 1,5 plus 1. Wir müssen 7 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt erstmal kurz gucken. Ja, natürlich. 8. Sub. Und nochmal F7 gucken. Ne, gut. Spawn nichts drauf. Dann, wenn man das nämlich eins zu niedrig macht, kannst du das hier nämlich Monster drauf spawnen. Das wollen wir ja nicht. Das wäre ja dann fatal. Und. Läuft hier. Und wir müssen das gleich wieder von innen machen. Okay, wir müssen erstmal hier runter irgendwie, ohne groß Schaden zu bekommen. Und erstmal wieder Holz besorgen. Und mal gucken. Empty. Hat noch nicht geregnet. Schade. Erstmal zwei Äpfel holen.
Jetzt brauchen wir wieder mal eine Runde. Okay, wenn der Monsterfalle steht, müssen wir erstmal dann uns die ersten oder einen Baum wachsen lassen und den mit Würmern infizieren. Sup. Dass das ein bisschen vorangeht. Dass wir uns ein Bett machen können, dann Sieb. Und der Grund, warum das hier 3 hoch ist, damit hier... Oder ist das 3 hoch? 1, 2, 3. Dass hier Endermänner drin spawnen können. Okay, jetzt stehen schon mal die Eckpfeiler. Und wir brauchen viel, viel mehr Holz. Weil hier kommt noch eine Schicht drauf und dann kommt hier ein. Und dann können wir... hier schlagen und dann können wir hier drum rumlaufen, wenn was runterfällt oder hier in der Ecke liegt. Wir stehen allerdings hier, müssen wir halt, können wir hier rundherum laufen und haben es. Keine Verschwendung. Ach, erstmal wieder zu twerken. Ah, wir machen uns noch eine Crew-Quarter B. Wir warten, bis der nächste Baum da ist. So, haben wir es mal wieder. Die zweite Erde. Ja, die Folge müssen wir auf jeden Fall die Monsterfalle fertigstellen können. Wenn die Bäume uns huld sind. Oder uns mögen und wachsen. Sup. Rein theoretisch gesehen brauchen wir die auch erstmal nicht zu Slabs machen. Erst einmal. Da das ja ganze Flächen sind. Jawohl. Ups. Ja, ja. Verbaut. Typisch. Ach, und schon kommen wir nicht mehr drüber. Aber wir könnten hier. Wunderbar. Immer noch nicht. Ach, Mann. Ja. Wir müssen das erste Mal wieder einen unten Holzblock abbauen. Ich wurde vergessen, den Krug zu machen. Na komm, 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 komm. Okay, jetzt können wir uns wieder eine Crew machen. Vielleicht sogar gleich 2. Sup. Na komm. Da haben wir wieder 16, da haben wir schon wieder 4. Schaffen wir schon wieder was? Und das können wir zumachen. Dich nicht. Da muss was anderes hin. Und schon wieder was. Ah, steht voran. Ach komm, ich will die Monsterfalle fertig bekommen. Ach, komm schon. Ich will keinen Apfel opfern.
Vielleicht müssen wir doch mal einen Apfel opfern für einen Regengott, dass der uns hier mal ein bisschen Regen spendet. Und schon 16 Saplings, da liegt noch einer. 17. Ja, ich brauche erstmal normales Holz. Und dann müssen wir uns doch noch ein paar Slabs machen. Ja, oder? Kriegen wir die hier runter? Okay, ein paar Slabs können wir noch machen. Da geht das. Sup. Okay, jetzt können wir hier alle 12, 14, 16. Wir brauchen noch knapp 40. Ja, 40 Stück. 40 Slabs und dann hätte man die Falle geschafft. Also wachse. Wachsebaum, Wachsbäume, wachs. Ein schöner großer jetzt. Und wir sind quitt. Schlangen. Müssen wir noch mal einmal farmen. Na komm. Können wir noch mal Erde holen. Und Erde machen. In der Zeit. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit den Strings beschäftigen. Oder ich werde bis dahin mal einen kurzen, also dann mal ein bisschen vorbeiden, dass so ein Baum infiziert ist. Komplett. Ist ja eigentlich ganz simpel. Ihr nehmt so einen Silkwurm. Ganz, ganz simpel. So einen Silkwurm. Haltet ihn in der Hand und tut Rechtsklick. Und damit tut er den Slaub infizieren. Das dauert ein bisschen. Bis die komplett infiziert sind mit allen. Okay, das müssten wir jetzt allerdings Inventar. Sup. Und dann können wir nochmal. Ja, weil da kriegen wir jetzt immer zur Falle fertig. Fertig ist es gleich. Jetzt mal F7 drückt, sieht man, es kann hier nichts spawnen. Aber jetzt, okay, ich hatte F7 schon an und jetzt sieht man hier die roten Kreuze, das heißt, es spawnt auch am Tag. Also wenn es hier Tag ist. Allerdings müssen wir einen bestimmten Radius weggehen. Deswegen habe ich die jetzt schon gemacht, bevor wir hier Tag haben oder so. So, hier gehen wir schon mal so zurück. Da haben wir eine Monsterfalle. So, und das sind wir auch schon wieder. Kurzen Cut später. Hab schon mal hier vorgezogen und Entschuldigung. Die ersten Monster sind gespawnt und wir haben schon wieder einen Baum. Machen wir uns gleich mal mit zweimal Holz
machen wir uns mal ein Holzschwert. So, nochmal einen kurzen Cut später. So, alle guten Dinge sind drei. So, Holzschwert. Sup. Ja, ein Holzschwert, wir können... Oh, du Heiland. Da ist ja schon wieder viel los. Oh ja. Wir müssen dann gucken, dass wir Regen kriegen. Einmal hier schon mal durchschluten. Und vielleicht kriegen wir hier schon einen Lootbag. Und da war einer. Oder? War da kein Lootbag? Bin ich gedüdelt? Aber wir haben schon mal einen Mini-Q-Essenz. Ja, ich bin bedattelt. Es war keiner dabei. Aber wiederum, sag ich jetzt mal hier an der Stelle Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen. Kommentiert, liken und wenn ihr wollt, abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, haut rein.